Und das Gefehle geht weiter in Let's Play Darksiders. Wir begeben uns nun in die vierte und letzte Schattenarena und gucken nochmal, was für eine Prüfung uns dort erwartet. Okay, wir haben dieses Leuchten da auch wieder. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich gespannt. Soweit ich es richtig in Erinnerung habe, war es etwas mit Block. Habe ich ja schon im letzten Video vermutet. Vergifte. Töten Sie 50 Feinde, bevor kriegsinfizierte Gesundheit aufgebraucht ist. Okay. Also im Grunde ist es nichts anderes, als töten Sie Gegner in einer bestimmten Zeit. In einer vorgegebenen Zeit. Das war ja, ich glaube, in der zweiten Arena auch so. Gut. Bisschen schade, dass Sie sich da nichts Neues einfallen lassen haben. Okay, wir haben hier scheinbar eine Truhe. Mit der wir so das ein bisschen aufhalten können. Die Gesundheit allzu schnell sinkt. So, wie wäre es mit dem Klingengeisier? Ich frage mich gerade, ob die Gegner wieder spawnen, weil das scheint mir doch ein bisschen wenig zu werden. Oh, jetzt kommen wir auch wieder. Das ist ja mal blöd. Also wir müssen jetzt auch vor allen Dingen darauf achten, nicht allzu viel Energie zu verlieren. Ansonsten wäre das doch schon recht böse. So, den machen wir mal eben kalt. Und dann machen wir hier einen Klingenkreis hier. Sehr schön. Nein, schon wieder Dämonen. Ich hasse sie. Kommt her. Bringt eure Familien mit, denn die werde ich auch noch fertig machen. Eure Schwestern, eure Mütter. Ihr hundelosen Söhne. Aber ich weiß. Okay, also Gesundheit haben wir momentan genug. Autsch. Krieg, du solltest mal wieder duschen gehen. Die Sense ist sehr hilfreich. Eine meiner Lieblings. Aber da kommen später noch einige, das kann ich nicht sagen. Wir werden ein richtiger Waffenmeister. Wenn man bedenkt, was wir dann alles im Inventar haben werden. Aber auch da guckt Darksiders ziemlich ab. Aber was soll's, ich meine. Es macht ja Spaß. So, kaputt. Naja, die nenne ich einfach Orks. Das sind für mich Orks. Die haben irgendwie Ähnlichkeiten. Dämonen-Orks oder so, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr mit den Zornesfähigkeiten arbeiten, denn ansonsten... Oh Gott. Scheiße. Das hat jetzt nicht gut funktioniert. Ich war in dem Glauben, dass der gelbe Balken voll ist, ist er aber nicht. Unglücklich. Jetzt aber. Ja, langsam wird es ein bisschen kritisch, wenn ich mir meine Lebensleiste mal angucke. Und leider, scheint hier auch keine Lebenskugel zu sein. Doch, da vorne. Sehr gut. Ist sie gerade erst gekommen? Gar nicht gesehen. Dann machen wir die mal eben. Und der nächste weg. Also ich kann definitiv sagen, dass die Arenen auf normal wesentlich leichter sind. Wesentlich leichter. Und ich weiß jetzt auch nicht, worin genau der Unterschied liegt. Ob die Gegner einfach nur mehr Schaden machen oder ob sie auch mehr aushalten. Ich glaube, es ist eher Ersteres. Also, mir kommt es nicht so vor, als wenn die mehr aushalten. Gott, scheiße. Nein! Da müssen wir jetzt mal eben kurz weg. Wow. Ah, den habe ich vergessen. Wenn der hier schon so rumhängt. So, einmal den Klingengeisier, danke. Wow. Entweder der Klingengeisier hat hier richtig viel Schaden gemacht.
Oder ich hab's langsam tatsächlich raus, wie man die Platt macht. Und dabei sind das noch nicht mal die starken Gegner. Da kommt noch wesentlich anderes. Da würde selbst Geralt erblassen. Angesichts dieser schieren Monstrosität, wie sie die Gegner an den Tag legen. So, das ist der letzte. Naja, solange die Dämonen nicht weiblich sind, kommt Geralt kein Zwiespalt, in den er geworfen wird. Weiblich? Es hat eine Piep! Oh nein, ich kann es nicht töten. So, damit hätte ich die letzte Arena geschafft. Blockgegenangriff. Kriegsabwehrinstinkt ist erwacht. Dadurch kann er körperliche Angriffe und Schussangriffe abwehren. Drücken Sie dazu kurz vor dem Einschlag linke Alt-Taste. Ja, das ist sozusagen... Also, das war unterhaltsam. Ja, das war wirklich unterhaltsam. Können wir das noch einmal sehr schön machen? Nein, machen wir nicht. Du kannst ja in die Arena gehen, wenn die danach ist. Also wie gesagt, der Blockgegenangriff ist quasi das, was ich die ganze Zeit versucht habe. Alt und kurz danach angegriffen. Ja. Das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Lass uns von hier verschwinden. Nein, ich werde noch nicht verschwinden. Ich werde aber dem Tor Bescheid geben. Denn wir haben den Würgeacker noch nicht ganz durch. Von daher wäre es unsinnig, schon abzuhauen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. So ein Stück von einem Lebenskern wäre nicht schlecht. Weil zwei Balken sind doch schon ziemlich dürftig. Das reicht nicht aus. Das reicht für mich nicht. Wobei ich mir ja jetzt schon Mühe gebe. Und er ist erwacht. Schwerfälliger Typ. So. Verwüster. Diese Erweiterung erhöht den Schaden, den Krieg bei Angriffen mit Umgebungswaffen verursacht. So. Waffenerweiterung. Waffenerweiterungen müssen in der Waffenschmiede in Kriegsgepäck den Waffen zugewiesen werden. Ja. Also das ist quasi unsere erste Waffenerweiterung. Zeige ich euch mal eben. Die ist... Hier haben wir irgendwie die, übrigens den Blockgegenangriff. Und hier sind die Erweiterungen, die wir dann den jeweiligen Waffen zuweisen können. Ich glaube, das macht mehr Sinn bei der Sense. Muss man mal gucken. Gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise. Ah, okay. Ne, dann geben wir das doch dem Schwert. So, einen Blick auf die Karte werfen. Dann werde ich nochmal eben hier gucken. Ich glaube, in das Gebäude kann man rein. So, und falls ihr das bemerkt habt, unsere Klinge leuchtet nun ein bisschen, sie schimmert ein bisschen lila, dezent. So, kann ich hier irgendwie hoch? Da ist was. Also das ist dann die Auswirkung dieser Waffenerweiterung. Bam. Wie viele Seelen haben wir eigentlich? 2000. Wow. Ja, die Frage ist, wie kommt man da hoch? So jedenfalls nicht. Ah, okay. Da ist noch so ein Zombie. Der irgendwelche Spasmen hat und sich nicht entscheiden kann, wo er hingehen soll. Komm her! Oh Gott. Wieso war denn der so schnell tot? Tja. Ja, das müsste es dann auch gewesen sein. Ich werde vorher nochmal zu Wulgrim gehen. Oh Gott. Nimm die Sense. Ich will nämlich noch ein paar Erweiterungen kaufen, bevor wir uns ins nächste Gebiet stürzen. Übrigens, ich sagte, dass es 60 Videos werden. Ich glaube, ich habe mich da deutlich verschätzt. Denn das Problem ist, ich habe ganz vergessen, den apokalyptischen Modus mit einzubeziehen. Es dürfte nochmal deswegen eine Ecke länger dauern. Wie man merkt, wenn das Gefail nicht weniger wird.
Ja, komm, ich nehme dich auch noch kurz mit. So, jetzt müssten wir ja eigentlich Lebenspunkte. Blaue Seelen kriegen, wenn wir einfach die Umgebung zerstören. Test mir das mal aus. Tatsächlich. Wie geil ist das mal? Naja, im nächsten Video werden wir dann noch was von Vulgrim kaufen. Bis dann.